Hallo, ihr fabelhaften Schützen und Schütze-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Februar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen begleiten. Und die sind richtig heiß für euch. Es wird ein heißer Monat für Romanzen, Liebe und Leidenschaft. Ihr habt wahrscheinlich auch sehr viel Spaß am Sex. In den ersten 3 Wochen kommt wieder richtig viel Leichtigkeit und Lebensfreude auf. Dieses ist auf jeden Fall ein Monat, um beschwerliche Saturn-Themen vorübergehend mal zu vergessen. Okay, bevor wir in den Erlebnishintergrund einsteigen, noch kurz ein Hinweis. Ich habe auch diesmal wieder eine Verlosung, läuft diesmal ein bisschen anders ab als sonst. Also bleibt dran bis zum Schluss, dann erkläre ich, wie es geht und worum es geht. Okay, euer Erlebnishintergrund, also die längerfristig wirkenden Planeten. Erläutere ich euch jetzt. Zunächst mal natürlich weiterhin die Konjunktion mit Saturn, der hier in eurem Zeichen steht. Steht jetzt in der 3. Dekade Schütze und sorgt weiterhin dafür, dass vieles eben einfach schwieriger ist als sonst, dass einem Steine in den Weg gelegt werden, dass man mehr Verantwortung bekommt, aber eben auch, dass man zeigen kann, was man drauf hat. Und für manchen Schützen ist es auch mit einer großen Anerkennung jetzt verbunden, dieser Saturn-Durchgang. Sie werden mit Preisen überhäuft oder wenn sie schon etwas älter sind, können jetzt auch auf ihr Lebenswerk zurückblicken. Also das ist nicht alles nur schlecht mit Saturn, bloß fühlt sich es im Moment dann eben erstmal so ein bisschen beschwerlich an. Und das merken diesen Monat ganz besonders diejenigen, die zwischen dem 14. und 20. Dezember Geburtstag haben. Dann haben wir die beiden Planeten, die diesen Monat für so viel Aufregung sorgen, nämlich Glücksplanet Jupiter und den Exzentrikplaneten Uranus. Die haben wir also beide im positiven Aspekt auf die Schütze-Sonne stehen. Und das bringt eben dieses Prickeln rein. Ja? Also ihr gehört sicherlich zu denjenigen, die besonders profitieren können von diesen Konstellationen, für die das eher angenehm ist als unangenehm. Sprich, es gibt viele Flirtmöglichkeiten. Ihr steht häufig im Mittelpunkt, ihr kommt gut an, eure Meinung ist gefragt, ihr werdet beachtet. Und alle diese Dinge, die in den letzten Monaten vielleicht für so manchen Schützen einfach nicht so groß rausgekommen sind. Ja, also das wird jetzt wieder besser. Und die Flirtfrequenz steigt eben auch ganz deutlich. Und jetzt speziell im Februar kommt dann eben noch die Tätigkeit von Venus und Mars dazu. Da komme ich aber gleich noch drauf. Also das Sextil von Jupiter und das Trigon hier von Uranus, das spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 11. und dem 17. Dezember Geburtstag haben. Dann gibt es noch den Wermutstropfen mit dem Neptun-Quadrat. Ja, also mit dem Neptun-Quadrat. Der Neptun steht hier in den Fischen im Quadrat zur Schützesonne und das bedeutet, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht andere enttäuscht oder von anderen enttäuscht werdet. Es kann auch dazu führen, dass in der Familie ihr gefordert seid. Neptun kann hilflose Familienangehörige anzeigen, hier im Familienhaus, die also eure Hilfe brauchen, wo ihr euch vielleicht pflegend oder kümmernd einsetzen müsst. Es kann auch eine spirituelle Herausforderung bedeuten, mit jetzt mal ganz philosophisch gesehen, mit dem Gefühl, wo gehöre ich eigentlich hin? Vielleicht haben manche Schützen so ein Gefühl, dass sie nicht wirklich da angekommen sind, wo sie eigentlich hingehören. Diejenigen, die künstlerisch arbeiten, werden sich wohl eher in ihrer Kunst zu Hause fühlen, als vielleicht an dem Ort, wo sie wohnen. Ja, das kann also wirklich auch so etwas künstlerisch-spirituell-philosophisches für euch haben. Aber für manche bedeutet es eben auch einfach, dass sie sich zu Hause nicht so ganz aufgehoben fühlen oder ganz konkret kann es auch tatsächlich überhaupt bedeuten mit Neptun, dass es bei euch zu Hause einen Wasserschaden gibt. Müsst ihr mal gucken, müsst ihr darauf achten, dass ihr immer gut durchläuft, lüftet, damit sich da kein Wasser bilden kann. Besonders jetzt im Winter ist es ganz wichtig. Genau, und dieses Quadrat spüren besonders diejenigen, die Geburtstag haben zwischen dem 30. November und dem 5. Dezember. Die müssen also gerade wirklich aufpassen, was sie wem versprechen. Also in der Liebe ist es ja besonders wichtig. Was macht man für Zusagen? Worauf lässt man sich ein? Und Neptun kann eben auch heißen, dass man vielleicht getäuscht wird von potenziellen Partnern. Also wenn ihr Single seid und lasst euch vielleicht auf eine schöne Romanze ein, stellt sich vielleicht raus, dass da jemand gebunden ist und das nicht gesagt hat vorher. Also auf beiden Seiten gilt, sowohl für euch selber wie auch eben für den Partner. Ihr solltet da mit offenen Karten spielen und ihr müsst so ein bisschen damit rechnen, dass vielleicht jemand auch eine versteckte Agenda habt oder seid ihr vielleicht selbst diejenigen,
die nicht so ganz die Wahrheit sagen. Also ihr könnt das ja machen, wie ihr wollt. Ich mache euch da auch keine Vorschriften, aber dieses Neptun-Thema, besonders für diejenigen, die eben in dieser Zeit Geburtstag haben, das muss man einfach beachten, damit es nicht zu Enttäuschungen kommt. Ist ja für die Liebe wirklich sehr, sehr wichtig. Okay, und dann ganz wichtig für euch, ab dem 14. Februar geht ja die Lilith in euer Zeichen, dann für die nächsten 9 Monate bis Anfang November. Und das ist schon eine interessante Nachricht, denn Lilith bringt in jedem Zeichen so ein bisschen das Extreme zum Vorschein. Und im Zeichen Schütze, der ja wirklich auch sehr stark sich für Gerechtigkeit einsetzt, kann es also sein, dass ihr da einen richtigen Gerechtigkeitsfimmel entwickelt und euch das wichtiger ist als je zuvor. Oder manche Schützen werden dann sicherlich auch anfangen, sich für Minderheiten einzusetzen. Vor allen Dingen eben auch für Frauenminderheiten, die also ungerecht behandelt werden. Wenn ihr Frauen seid, werdet ihr vielleicht verstärkt den Wunsch verspüren, euch für eure Schwestern einzusetzen. Und in der Liebe und Partnerschaft kann das auch bedeuten, dass ihr kompromissloser werdet. Lilith ist auch so eine gewisse Unabhängigkeit und Kompromisslosigkeit. Und das bringt aber auch eine schöne und faszinierende Ausstrahlung für euch mit sich. Ja? Da wird also einiges passieren. Und natürlich zuerst für diejenigen in der ersten Dekade, die Geburtstag haben zwischen dem 22. und 26. November. Das ist also eine recht prickelnde Konstellation, die Beziehungen auch auf eine andere Ebene hebt. Also es geht dann mehr um Leidenschaft, es geht mehr um Auseinandersetzungen, um ganz instinktive, urige Gefühle und aber auch häufig um Künstlerisches. Also Schützen, die künstlerisch tätig sind, die werden durch diesen Lilith-Transit einen starken Zuwachs an Kreativität verspüren, vielleicht aber auch zunehmend kompromisslos werden, weil sie sich darin nicht mehr einschränken lassen wollen. Also super, super spannend. Natürlich gebe ich euch dazu auch gerne eine persönliche Horoskopberatung, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Ja? Okay, und damit kommen wir zu den guten Nachrichten, nämlich, dass es ein unglaublich prickelnder, schöner Liebesmonat Februar für euch wird. Gehen wir nochmal kurz auf den Neumond, der das Thema vorgibt. 28.01. war der und im Wassermann, guter Aspekt zur Schützesonne. Und hier im dritten Haus, da geht es um Kommunikation im Wassermann, auch um eine originelle Kommunikation, darum neue Visionen anzustoßen, neue Ideen zu entwickeln. Und das Ganze ist natürlich auch prima, um neue Flirts anzubahnen. Ihr könnt euch gut selbst darstellen und Dinge in Worte fassen. Und ihr könnt euch eben dann für den Monat überlegen, entweder wo wollt ihr noch was dazulernen, ist ja auch im Haus des Lernens, oder was wollt ihr endlich mal ansprechen, oder wie wollt ihr vielleicht in Zukunft kommunizieren. Das sind alles Themen, die in dem Monat wichtig werden. Genau, so, dann geht's los mit dem Februar selbst. Da habt ihr ja dann erstmal die ersten Wochen dann auch die Sonne im dritten Haus, also weiterhin total guter Gesprächsflow, Kommunikation klappt, da ist eine Vitalität drin. Ihr könnt euch gut darstellen, ist also auch beruflich durchaus ein Vorteil, aber natürlich auch in der Liebe, beim Liebeswerben, da will man ja auch gut aussehen, gut dastehen. Das gelingt euch dann gut. Und der Mars, der steht eben den ganzen Monat über für euch im Haus der Leidenschaft und Sexualität. Hier fünftes Haus, sehr sexy Konstellation, super sexy. Und die Venus gesellt sich ja dann auch noch dazu, aber gleich vorher habt ihr schon gleich einen Top-Tag am 2., wenn nämlich dann auch der Mond hier im fünften Haus ist, den Uranus aktiviert und damit eben schon mal das Thema Kreativität und Lebensfreude in Gang bringt, Flirt und vielleicht, dass er dann auch eine Romanze anbahnt. Und dann kommt am 3. die Venus gleich mit dazu und die bleibt ja dann auf längere Sicht bei euch im fünften Haus, weil die ja auch da wieder rückläufig wird. Ganze Zeit im guten Aspekt zur Schützesonne steht. Mars eben auch und die beiden Liebes- und Leidenschaftsplaneten werden euch ordentlich anheizen. Und deswegen habe ich zu Anfang gesagt, auch diejenigen, die es vielleicht ein bisschen drückt von Saturn her, die werden in den ersten Wochen des Monats bestimmt das auch vorübergehend mal vergessen können. Und so mancher Schütze wurde ja auch verlassen. Ne? Das ist wirklich wahr. Also mit dem Saturn, die hatten es echt nicht einfach oder sie trennten sich auch. Und da kann jetzt im Februar auch wirklich wieder was Neues in Gang kommen, dass ihr da wieder Spaß habt, dass ihr da wieder mehr auf eure Kosten kommt, Beachtung findet und Flirts anfangt. Genau, dann habt ihr schon gleich den nächsten Top-Tag am 6.
Da steht nämlich der Mond für euch im Partnerhaus, aktiviert das Thema Begegnungen. Das ist auch der Tag, an dem Jupiter rückläufig wird. Das ist wichtig für euch, weil das ja euer Herrscherplanet ist. Müsst ihr eben auch bedenken, dass sich da die Richtung ändern kann. Das Ganze steht für euch im Bereich Freundschaften. Also es können sich neue Entwicklungen mit eurem Freundeskreis ergeben. Es kann auch sein, dass jemand euch zugesagte Unterstützung zunächst erstmal wieder entzieht. Aber die Sache entwickelt sich dann so, dass sich im Nachhinein rausstellt, dass es besser so für euch war. Deswegen, wenn sich da jetzt diese Energie eures Glücks ändert, nicht verzweifeln, sondern wirklich gucken, wozu ist es gut, und den Überblick bewahren und fest dran glauben, dass es sich im Nachhinein dann eben doch als richtig erweisen wird. Genau. Dann haben wir am 7.2. den Übergang von Merkur in den Wassermann. Ist auch wieder gut für euch. Steht dann im Sextil. Bringt auch neue Gespräche und neues Lernen und eine gute Kommunikation, guten Austausch. Also tipptopp für euch. Und ab am Freitag, den 10., habt ihr auch wieder einen Top-Tag. Da steht nämlich der Mond im Löwen. Das ist natürlich immer super. Steht da im guten Aspekt und bringt für den Schützen eine gute Energie rein. Und dann haben wir ja als nächste wichtige Konstellation für euch den Vollmond. Den zeige ich euch jetzt hier nochmal extra. Ja, der fällt jetzt für euch in den Bereich Pläne machen und Neues lernen und kommunizieren und gleichzeitig Freundschaften und Romanzen. Also das sind alles Bereiche, die dort mit diesem Vollmond berührt werden und die sich irgendwie gut ergänzen. Also ihr könnt diese gute Energie könnt ihr ausschöpfen, indem ihr entweder Aktivitäten im oder mit dem Freundeskreis unternehmt, indem ihr was lernt und vielleicht euch in der unmittelbaren Umgebung austauscht, könnt ihr vielleicht sogar jemanden kennenlernen, direkt auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen oder so. Also Augen offen halten ist auch gut. Und daraus kann sich eben wirklich auch eine ganz heiße Romanze und Affäre entwickeln. Es kann aber auch sein, dass über eine kreative Arbeit sich diese ganze Konstellation speist. Ja? Also ihr habt verschiedene Ansatzpunkte oder vielleicht auch über eine Reise, da eine gute Energie reinzubringen, Leute kennenzulernen oder einfach eine gute Zeit zu haben. Diese Vollmondkonstellation mit ein paar Tagen vor und nachher dürfte sich für euch als ganz glücklich erweisen. Na, wenn ihr Single seid, eben zum Kennenlernen. Wenn ihr fest liiert seid, dann solltet ihr was tun, was Kreatives, um euren Partner mitzureißen oder eben euren Partner in nette Sexspiele verwickeln. Das steht da auch sehr gut drin. Genau. Okay, dann habt ihr... Gut, gehen wir nochmal wieder hier in den Zeitschritt rein, um den nächsten Top-Tag uns anzuschauen. Der ist am 14., also am Valentinstag selber. Wunderbar. Oh, Entschuldigung, falsche Richtung. So, hier sind wir. Valentinstag selber, wunderbar, weil eben einfach euer Sexhaus so gut angeregt ist oder auch die Kreativität und der Mond hier oben in der Waage steht, beziehungsstiftend wirkt. Und wenn ihr alleine seid, dann amüsiert euch mit euren Freunden. Und ich sage es ja auch immer wieder, das 11. Haus ist auch das Haus der Gruppen. Also auch Aktivitäten, in denen man in einer Gruppe was dazulernt oder sich engagiert, vielleicht auch politisch engagiert, stehen da unter guten Sternen und können auch für euch wieder neue Beziehungen stiften. Und weil wir hier eben den Überraschungsplaneten hier so nett stehen haben mit Venus und Mars, rate ich natürlich auch allen, die zu Valentinstag einen Schatz haben, diesen mit einer schönen Idee zu überraschen. Und für euch steht das eben natürlich sehr schön. Es könnte eine Idee sein, die irgendwas mit Sex zu tun hat. Oder ihr dürft euch freuen, dass ihr vielleicht auch überrascht werdet. Also seid mal offen dafür. Okay, am 18. geht dann die Sonne in die Fische und geht damit dann für euch ins Quadrat zur Schützesonne im Bereich der Familie. Das kann zum Beispiel heißen, dass jetzt auf einmal mehr Energie wieder dahin geht, dass ihr euch um Familienmitglieder kümmern müsst, euch da einsetzen müsst oder dass irgendwas bei euch zu Hause ist, wo man sich drum kümmern muss. Sonne ist ja erstmal nicht schlecht, nur eben Quadrat kann immer mal bedeuten, dass man das Ganze ein bisschen kritischer sieht oder als kritisch für sich selbst empfindet. Oder vielleicht mit sich nicht zufrieden ist. Das muss aber gar nicht sein. Also es kann auch wirklich sein, dass ihr da Schwung kriegt, auch an der Situation vielleicht was zu ändern. Genau. So, und dann beginnt die kritische Phase eben. Die hatte ich ja auch schon in der kosmischen Schwingung erwähnt. Wenn das dann losgeht, dass der Mars hier in die Konjunktion mit Uranus geht, glücklicherweise für euch in einem guten Aspekt, da seid ihr wirklich fein raus,
Das heißt, ihr könnt das wirklich als Energie wahrnehmen, als Schwung, als Impuls. Natürlich ist das auch eine gewaltige sexuelle Energie, ne? Hier mit der Venus noch dabei und dann auch noch im Haus der Sexualität. Also hammermäßig. Schützen, die auf der Bühne stehen. Ich kenne da einen, der ist DJ, wenn der in diesen Tagen einen Termin hat und irgendwo auflegt, der wird seinen Spaß haben. Und überhaupt, ne? Also alle, die was Kreatives tun, werden sicherlich von dieser Energie auch profitieren können. Für euch könnte die Krux sein, weil es hier ins Geldhaus geht mit Pluto. Vielleicht übernehmt ihr euch finanziell oder vielleicht kommt es zu einem Konflikt um Geldthemen. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Sache. Aber an sich steht das für euch eher gut. Ne? Also ihr bekommt dann noch die beste Energie davon. Okay, und dann haben wir ja am 26. eben den Eintritt von Merkur in die Fische, auch in euer viertes Haus, auch in der Spannung zur Schützesonne und den Neumond. Und das ist ja jetzt auch eine Sonnenfinsternis, habe ich ja gesagt. Und die steht dann eben in Spannung zur Schützesonne. Das kann sich also schon sehr deutlich spürbar für euch bemerkbar machen. Da geht es dann wirklich darum, entweder ihr überlegt dann für die nächsten 4 Wochen, will ich mich verändern, will ich vielleicht umziehen, will ich in meinem Haus was neu gestalten. Oder eben auch, gibt es Veränderungen in der Familie, denen ich mich stellen muss. Das ist dann die nächsten 4 Wochen ein Thema für euch. Und weil es eine Sonnenfinsternis ist, auch dann noch 9 Monate danach. Also das ist ein größeres Thema, was sich da für euch andeutet. Und wenn es da irgendwas gab, was vielleicht im Argen lag schon länger, dann wird es jetzt auch Zeit, dass ihr euch der Sache mal stellt und wirklich auch überlegt, was können wir denn da für Konsequenzen ziehen, wie können wir denn da langfristig mit umgehen. Na, also das wird sich nicht mit ein paar Scherzen, wie das die charmanten Schützen ja so gerne machen, mit ein paar Scherzchen beilegen lassen, sondern da sind dann schon tiefere Gespräche gefordert oder tiefere Einsichten. Für euch ist die Gefahr nicht so groß, dass ihr euch streitet, weil ihr den Mars, wie gesagt, im guten Aspekt zur Schützesonne habt. Aber wenn ihr zum Beispiel zu den Schützen gehört, wie Brad Pitt zum Beispiel, die viele Planeten im Steinbock haben, dann kann das auch eine schwierige Konstellation für euch sein, damit auch mit den Planeten, die hier so günstig zur Schützesonne stehen. Und dann müsstet ihr vielleicht mal bei mir nachhaken, dass wir mal ins persönliche Horoskop schauen, um das zu eruieren. Weil das kann ich natürlich jetzt hier bei den Sternzeichenhoroskopen so nicht sehen. Ne? Okay, ihr Lieben, guckt auch gerne nochmal in das Horoskop eures Aszendentenzeichens. Denn dann seht ihr, in welches Haus die Sonnenfinsternis dann fällt für euer individuelles Horoskop. Oder wie gesagt, bucht eine Beratung bei mir. Gut, jetzt zur Verlosung. Dieses Mal wünsche ich mir, dass alle diejenigen, die meinen Kanal abonniert haben oder auch gerne noch neu abonnieren, mir auch einen netten Kommentar dalassen. Und unter allen diesen netten Kommentaren für die Laufzeit des Februars werde ich dann eine Kurzberatung mit Partnerhoroskop auf Wunsch verlosen. Falls ihr also jemanden kennengelernt habt oder einen Liebsten habt, können wir da mal kurz reingucken. Also macht gerne mit, schreibt mir was Schönes rein, Schützen haben ja auch immer so gute Ideen. Ihr könnt auch mit mir teilen, was bei euch wirklich los ist im Leben und im Horoskop. Das interessiert mich auch immer sehr. Also da kommen wir bestimmt ins Gespräch. Okay, meine Lieben, alle anderen Infos, zum Beispiel über meine Workshops oder Antonias Sterne, da könnt ihr auch eine Frage stellen. In meinem Webinar findet ihr auch hier im Video eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung auf meiner Webseite oder bei mir auf Facebook. Also, wir bleiben im Gespräch. Und jetzt wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute mit diesen prickelnden Sternen.